Unser Berliner Mitbürger Günter Grass ist seit nun etwa 4 Jahren ein berühmter Schriftsteller. Davor waren Sie ein Grafiker, der in einem Gedichtband die Vorzüge der Windhühner gepriesen hatte. Danach waren Sie der Blechtrommelautor und hatten Erfolg. Sie haben jetzt auch in Hamburg eine Ausstellung gehabt, haben da Ihre Nonnen und Ihre Windhühner präsentiert. Aber wie ist das eigentlich mit der Bildhauerei, Herr Grass? So haben Sie doch einmal angefangen. Haben Sie noch Zeit dazu? Ja, zurzeit, es geht nicht. Bildhauerei ist ähnlich wie das Prosaschreiben, ein tagefüllender Beruf. Und der eine Beruf löst den anderen ab. Dann müsste ich das Romanschreiben aufgeben. Und das kann gut sein, dass ich eines Tages mal wieder zur Bildhauerei zurückkehre. Und welche Pläne hat der Dramatiker Grass? Wir haben von Ihnen in der Werkstatt 10 Minuten bis Buffalo gesehen und Die bösen Köche. Und es gibt ja noch einige andere Werke, die in Berlin nur noch nicht bekannt sind. Haben Sie da weitere Absichten für die Bühne zu schreiben? In dem Roman selber, in Hundejahren, ist ein Einakter drin. Ich hoffe, dass der aufgeführt wird. Ich halte ihn für aufführbar. Und es kann gut sein, dass ich wieder ans Theater herangehe. Ein Ballett ist ja auch in den Hundejahren enthalten. Ja. Und ein sehr fantasievoller. Ich glaube, ich habe schon einen Komponisten dafür gefunden, einen Berliner, Aribert Reimann, der mir schon für ein anderes Ballett die Musik geschrieben hat, für Stoffreste. Das wurde in Essen uraufgeführt. Ja, und was man jetzt in Düsseldorf aufgeführt hat, das war allerdings die fremde Bearbeitung eines Kapitels aus der Blechtrommel. Ja, soweit ich aus den Kritiken ersehen kann, hat man einen Teil der Figuren aus diesem Einakter am Atlantikwall gestrichen, den ganzen Lilliputaner-Chor. Und ich fürchte, man kann diesen Einakter ohne Lilliputaner nicht aufführen. Wir möchten Ihnen heute zu Ihrem neuen Erfolg gratulieren, zu dem neuen Roman Hundejahre. Die ersten 25.000 Exemplare waren schon vergriffen, bevor das erste in einer Buchhandlung war. Inzwischen ist es bei 35.000. Herr Grass, aber die Popularität hat auch unangenehme Begleiterscheinungen. Ablenkungen mannigfacher Art, Fernsehinterviews zum Beispiel. Die literarischen Umfragen werden kommen, Dichterlesungen. Das lenkt ein bisschen ab, ne? Ja, man muss Nein sagen lernen, nach einer gewissen Zeit, sonst frisst der Ruhm auf. Vielen Dank, dass Sie heute noch nicht Nein gesagt haben und dass wir über die Hundejahre sprechen dürfen. Die ersten Kritiken sind da. Man hat Ihnen vorgeworfen, dass Sie das Thema der Blechtrommel und das Thema von Katz und Maus variieren. Nun, das darf aber doch eigentlich ein Schriftsteller ein Thema neu angehen, neu durchdenken, neu beschreiben. Ich glaube, dass jeder Autor eine beschränkte Zahl von Themen hat, die jetzt zumeist zu Anfang anschlägt. Und ich glaube, dass es auch bei mir bei den ersten Gedichten, also bei den Windhühnern, der Fall war. Und ich möchte sogar noch erweitern, dass sich ein Autor seine Themen nicht aussucht. Sie werden ihm durch die Umgebung, durch seine Jugend, Erziehung, die Epoche oder Ära, in der er aufwächst, mitgegeben, in die Wiege gelegt. Und nur sein Temperament, seine Art zu sehen, und das ändert sich ja doch im Laufe der Zeit, und das macht dann die verschiedenen Bücher aus, wenn er fleißig ist.